Notfallnotrufsaufnahme konzipiert ist. Wir zeigen als erstes den Altwürttemberger. Das ist der Landbescheider LVV Aragon, siebenjährig vom Artus mit Pferdewirt Paul Birkner an der Hand. Das schwere Warmblutpferd, das hier in Baden-Württemberg, vor allen Dingen hier im Haupt- und Landgestüt gepflegt wird, die Zucht, eine aussterbende Haustierrasse. Herr und Bauer, das ist so das Charakteristikum dieser schweren Warmblüter. Als Herr zogen sie am Wochenende, am Sonntag zum Kirchgang eine schicke Kutsche. Als Bauer dienten sie dann wochentags in der Feldarbeit oder auch als Reitpferd der Familie und dem Bauern. Dann haben wir das Schwarzwälder Kaltblut, schon viel erwähnt. Einmal noch mal an der Hand. Rothenberg vom Revisor mit der Auszubildenden Monique Israel und Caroline Puck mit Mendel unter dem Sattel. Ich habe vorhin schon die Geschichte erzählt, Napoleon wollte sie ausrotten, aber die Schwarzwälder haben ihre besten Pferde im Schwarzwald, im Hochschwarzwald versteckt. Er hatte keine Chance. Der Pferdefleisch liebende Franzose. Dann gibt es die Veredlerhengste, also die mit einem hohen Vollblutanteil. Und das edelste Warmblutpferd, das ist der Trakehner, der in Ostpreußen zu Hause war. Da haben wir Giuliani von Berlusconi gezogen, vorhin schon mal bei den Remonten gesehen mit Ellen Stengele. Als ein Beispiel oder dann als deutsches Reitpferd, als Sportler, haben wir den Doubtless. Hier kommt er herein mit Lukas Meyer. Das bewegungsstarke, edle Pferd hier für den Dressurbereich, dieser Landbescheler. Und an der Hand ein weiterer Warmblüter, das ist Bourbon. Sohn des Bacardias, einer Lissaro Davignon Mutter in Westfalen gezogen, auch 14-Tage-Test ausgestattet, dieser fünfjährige Westfale, der hier an der Hand präsentiert wird von Hauptsattelmeister Karl Leutze. Die deutschen Reitponys, hier vertreten durch einen Vertreter der Rasse Welsh B, also aus Wales, aus Großbritannien ursprünglich kommen. Diese tollen Ponys, die in drei verschiedenen Größenkategorien geführt werden, A, B, C. Und dann gibt es noch die Welsh Cobs, die ein bisschen kräftiger sind. Hier ist Terninus Roscoe, Sohn des Terninus Riano. Aus der Terninus Golden Girl von Terninus Santo und dann Iris Harlequin. Er ist ein süddeutscher Prämienhengst, hier stationiert in Marbach. War Kürsieger der Sportponys 2018, hat eine überragende Prüfung gemacht. Hengstleistungsprüfung mit 9,39. Denn die Ponys, die sind natürlich wichtig für unsere Einsteiger. Dann haben wir den Achaltekiner Gaia Schach von Galali, den uns Julia Schmidt hier präsentiert an der Hand. Am Sattel haben wir vorhin schon als Turkmenen erlebt. Also an der Hand haben wir Schapakan, neunjährig, und unter dem Sattel Gaia Schach, den wir schon als Bayerlein Turk gerade mit Ali Lennart erlebt haben. Auch dies edle Pferd, man sieht es, hochbeinig, rank, vom Vollmut geprägt. Dann zwei, die wir vorhin schon erwähnt haben, bei der Quadrille des Kaltbluts, die Freiberger aus dem Jura, wo die Schweiz an Frankreich stößt. Da ist der Freiberger Franz Montagne zu Hause. Und wir haben hier Stella und Karine, zwei leichtere Freiberger, einmal an der Hand
Renate Nies, Berliner und geritten von Sabrina Hermann-Kristel. Das süddeutsche Kaltblut, Johannes Agler mit Xaver und Reinhold Agler mit Rico. Rico ist der Hengst unter dem Sattel. Und Johannes Agler führt die Xaver vom Schwanstein. Man sieht da schon wuchtige Pferde, schauen Sie mal diese Knochen an. Vor allen Dingen eben für Schritt und auch mal ein paar Trabdistanzen gemacht, dieses kräftige Arbeitspferd. Süddeutsche findet man zum Beispiel natürlich auch vor dem Kutschen Oktoberfest. Dann haben wir die Norika aus Österreich. Bettina Egetemeier mit Nele vom Schober Vulkan. Und Tatjana Früh mit Panda von Titus Vulkan. Das ist das Pferd unterm Sattel. Norika aus Österreich, auch sie für beides gemacht, fürs Fahren, aber auch fürs Reiten. Elegante, leichtfüßige, charakterlich tolle Pferde aus unserem Nachbarland, aus den Alpen. Die Pfalz-Ardenner vorhin schon bewundert mit diesen tollen Mähnen, Sabine Dorner mit Bargo und Celine Bossom mit Janosch. Hier geritten und geführt. Und Sie sehen, irgendwie sind sie alle gleich. Sie haben Nüstern, sie haben gespitzte Öhrchen, sie haben einen Schweif, aber sie sind auch unterschiedlich. Vom Kaliber, von der Machart. Und wenn wir von Kaliber und Machart sprechen, dann kommen noch einmal unsere belgischen Kaltblüter, Rune von der Dorotmas und Inge von Sturmhofen mit Robert von Joshua Pritzi, die wir vorhin in Aktion erlebt haben als Baumrücker. Und die uns hier noch einmal das belgische Kaltblut mit diesen Mordknochen, diesen Gelenken und vor allem dieser tollen Fellfarbe und dem Fesselwahn, der so charakteristisch ist für diese Rasse, präsentiert. Und die Percheron, mehrfach schon erlebt, hier als Schimmel, diese wahnsinnigen, großen, kräftigen Kaltblüter aus Frankreich. Max an der Hand, 5 Jahre jung, Lisa Heil. Na, Lisa Heil sieht ein bisschen männlich aus heute, muss ich mal sagen. Also Vater Heil führt diesen Max. Der guckt sich Marion ganz genau an. Das ist die Stute, die Lucia Heidens unterm Sattel präsentiert.